ja eine Frau zumindest im Rap gerade, die für sehr viel Aufsehen und Furore gesorgt hat, Schwester Eva. Was glaubst du, warum sie auch viele ausnahmslos so sehr feiern? Ja, ich würde sagen, einfach mal auch wegen ihrer absolut kontroversen Persönlichkeit und ihrem Background. Das ist auf jeden Fall für viele Leute sehr unterhaltsam, da einen Einblick zu kriegen, glaube ich. Ich finde auch, dass sie nicht schlecht rappt so. Also ich finde auf jeden Fall, sie kann schon rappen. Und ich kann das schon verstehen. Vor allen Dingen aber in der im Hinblick darauf, dass es halt nun mal nicht so viele gibt, es ist auf jeden Fall einfacher herauszustechen. Du hast ja vorhin schon gesagt, Suki, dass du es okay findest, wenn Frauen sich zum Beispiel auch über so ein Bitch-Image zum Beispiel in die Öffentlichkeit wagen. Wie ist es bei Schwester Eva? Findest du das okay, dass sie gerade so ein bisschen ja schon das Zugpferd ist, was weiblichen Rap betrifft? Zumindest ist sie gerade wahrscheinlich die bekannteste und angesagteste Rapperin. Ich würde es für mich nicht machen. Ich finde, also dieses ganze Thema von Sexarbeit und Prostitution, was da drin steckt, total interessant. Mit meiner Lebensrealität hat das nichts zu tun, aber ich finde das, also ich finde es was, womit ich mich grundsätzlich solidarisiere. Wenn Frauen entscheiden, diese Arbeit so zu machen, dann ist es eine Entscheidung, die ich respektiere. So. Ich würde nicht sagen, dass ich das nicht gehört, dass das irgendwie unmoralisch ist oder nicht klar geht oder so. Überhaupt nicht. Ich habe ein Interesse daran, mich nicht an diesen einzelnen Frauen festzuhalten, diese fünf, die wir irgendwie abzählen können, so Kitty Cat, Lady Butchery, Schwester Eva, na, wen gibt's noch? She-Ra würde ich da definitiv ja, aber ich meine so du und She-Ra und Piranha, ihr seid alle drei irgendwie aus der Mucke relativ weit weg irgendwie in Journalismus gegangen, so. Also auch eine spannende Frage, warum, ja. Irgendwie, ich weiß nicht, ob du noch veröffentlichst, kann ich nicht beurteilen. Nee, von, gar nicht mehr. Von Piranha habe ich nichts mehr gehört und von She-Ra wird definitiv wieder Dinge veröffentlichen. Cool, das ist sehr erfreulich, auf jeden. Aber ja, genau, und wen haben wir noch? Also ja, es ist... Fällt euch noch jemand ein, außer Schwester Eva und die eben anderen genannten? Also ich weiß noch ein paar Namen, mich würde interessieren, an wen ihr noch so denkt. Schweigen. Na, es gibt sicherlich hier und da welche, die müssen halt nur in Erscheinung treten. Ja, wir müssen die aber jetzt einfach alle so nennen können. Wir müssen, ich finde, es wäre irgendwie, es wäre schön, ich finde also, gar nichts. Es wäre schön, wenn wir jetzt einfach noch so 12 Namen parat hätten. Ihr habt vorhin was angesprochen, hier was die HDF-Sache angeht, da würde mir jetzt direkt was einfallen, zum Beispiel, was Solmaz gesagt hat, Lumara zum Beispiel, war? Lumara, ich kenne sie nicht, aber ich habe gehört, dass sie einen relativ ordentlichen Hype hat. Dann gibt es bei HDF gab es eine Queen Sai, die muss aus Hamburg sein, glaube ich. Dann gab es noch aus Berlin, die mit Tomek früher viel gemacht hat, wie hieß sie? Die hat auch einen HDF gemacht. Pretty Pain. Pain, genau, weißt du so aber... Ja, Lady Scar gibt's noch, also so, das sind halt, ich sag das jetzt aber echt nur, um die Sache jetzt zu vervollständigen, jetzt wertungsfrei so. Okay. Suki, wie ist es bei dir? Bist du mit deiner Identität als Frau und als Rapperin komplett immer im Reinen gewesen oder musstest du dich da auch erstmal orientieren, wie du dich verkaufst, nach außen hin präsentierst? Ich habe mich auf jeden Fall davon verabschiedet, von dem Gedanken irgendwie in der regulären Szene irgendwie erfolgreich zu sein, weil ich einfach... Ich habe halt einfach tatsächlich politische Probleme mit Sexismus, Homophobie und Rassismus. Und das sind alles drei Dinge, die im Rap total auftauchen. Und ich habe keine Lust, mich dem auszusetzen. Und ich habe auch keine Lust, kreativ werden zu müssen, um dem dann zu zeigen, dass ich es doch rocken kann. So, weißt? Ich habe keine Lust auf diese Konfrontation. Und ich trete sehr viel auf, meine Verkaufszahlen sind fein, ich komme viel rum, ich lebe mittlerweile von meiner Mucke, was vermutlich für voll viel erstaunlich ist, wenn sie das jetzt hören, weil sie mich überhaupt nicht kennen. Aber es funktioniert, weil ich einfach in anderen Spektren unterwegs bin, wo auch Rap gehört wird, aber halt so eine Mucke eben gerade nicht gewollt ist, sondern einfach Leute nach anderen Inhalten suchen. Und ich glaube, da habe ich mich einfach wiedergefunden und da fühle ich mich beheimatet und bin sehr glücklich und sehr erfolgreich. Ja. Ich finde halt auch, dass das ist nicht ganz richtig, dass Frauen nur diesem Sexismus ausgesetzt sind. Ja, wenn ein Rapper auf die Bühne geht, bei Rapper Mittwoch beispielsweise, und den kennt noch keiner, sobald er einfach ein bisschen besser aussieht, kriegt er nun mal einfach auch von den Frauen. Wir haben sehr viele Frauen da im Publikum. Einfach hat er ein leichteres Los als jetzt einer, der ein bisschen, keine Ahnung, freaky-mäßig aussieht. Und es ist auch tatsächlich so, dass der ein bisschen besser aussieht, besser ankommt oft, ja, wenn er jetzt nicht total schlecht ist. Aber wenn du zwei Rapper hast, die, wo beide ungefähr vergleichbar gut sind, ist es halt nochmal auch der visuelle Aspekt, der da halt auch mitwirkt. Und es ist nicht nur, dass es so mitwirkt bei den Frauen, es wirkt auch bei den Männern mit. Das ist völlig normal. Das ist einfach die Ausstrahlung, die das dann ausmacht. Das Charisma und die Sympathie wiegt da einfach
einfach mit. Und wir sind Menschen, wir bewerten das nun mal nicht wie Roboter oder wie Computer oder so, sondern wir bewerten das halt auch mit unseren Erfahrungen und das, was uns gefällt, was uns irgendwie ästhetisch erscheint so. Und das ist dann dabei völlig normal. Sich da komplett rauszuhalten, wie du das machst, ist eigentlich so, ja, nee, das Wasser ist mir zu kalt, da will ich nicht rein. Aber du musst vielleicht doch reingehen und mit deiner eigenen Körperwärme das Wasser aufwärmen und die Leute, die dann drin drumherum sind, damit irgendwie doch begeistern und letztendlich durch deine eigene Kreativität vielleicht genau dieses Vorbild werden. Weißt du, was ich meine? Vielleicht gibt es ja ganz viele Menschen und Frauen, die schon aber lieber genau das sich da repräsentiert sehen wollen würden. Weißt du, was ich meine? Ist es denn ein Stück weit Resignation, dass du jetzt sagst, du nimmst dich jetzt komplett raus aus dieser Welt und findest halt woanders statt? Naja, insofern nicht, als dass ich ja jetzt zum Beispiel gerade hier mit euch sitze und spreche so. Ich habe halt trotzdem Interesse daran, irgendwie einen Austausch zu führen. Ich habe halt bloß keinen Bock, mich in irgendeine Cypher zu setzen oder irgendwo bei VBT oder sonst wie abzuhängen und mitzumachen und mir den ganzen Shit reinzuziehen. Und ich finde das überhaupt nicht normal und das ist irgendwie anerkennenswert, dass halt irgendwie, es ist ein bisschen so eine Survival of the Fittest Argumentation zu sagen, dass halt Schönheit gut funktioniert und unsere Ästhetikempfinden stimmt dem halt zu. Das sind Sachen, die uns medial und industriell verkauft werden. So, ja. Und dass wir halt das, was wir als attraktiver empfinden, auch tendenziell befürworten. Also ich meine, das ist eine große Thematik, wenn es irgendwie um die Vergabe von Arbeitsplätzen und so weiter geht. Also das finde ich nicht okay. Lass mal explizit ein Wort hier mit in den Raum werfen, über das ja nicht nur jetzt im Rap diskutiert wird, sondern auch im Bundestag, Frauenquote. Würdest du vielleicht erstmal, Suki, ganz kurz erklären, für die Menschen, die nicht unbedingt wissen, was Frauenquote ist, hast du dich damit intensiv auseinandergesetzt? Wie stehst du dazu? Also es geht in verschiedenen Bereichen, es gilt für verschiedene Bereiche, zum Beispiel für Redaktionsposten im Medienbereich, es gilt für Vorstandsposten irgendwie in der Wirtschaft, es geht um Mitgliedschaften in politischen Parteien und so weiter, dass einfach ein bestimmter Satz von Frauen gegeben sein muss, um sozusagen handlungsfähig zu werden. Es gibt verschiedene Verträge, die auf europäischer und bundesdeutscher Ebene geschlossen wurden, um Frauen explizit zu fördern. Das gibt es in US-Amerika zum Beispiel ganz selbstverständlich in Bezug auch auf Frage von irgendwie Hautfarbe, Herkunft, Race, wie auch immer man das nennen mag. Dass einfach bestimmte Leute, die strukturell das Schwierige haben, zusätzlich gefördert werden, um überhaupt die Gelegenheit zu bekommen, das zu beweisen. So. Weil wenn ich jetzt irgendwie als Chef von einem größeren Konzern überlege, okay, hole ich mir jetzt eine Frau oder einen Mann ins Lager, so, die hat dann laufend ihre Tage und nervt rum, dann hat sie ein Kind, auf das sie aufpassen muss, wenn es krank wird, dann kann ich halt einfach meine Sprüche nicht so droppen, wie ich vielleicht will. Also ich meine, wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, dass Männer insgesamt so sind, aber es ist einfach eine Erfahrung, dass es einfach nervig sein kann, wenn du einem bestimmten Maßstab, einem bestimmten Blick ausgesetzt bist. Genau, das ist also das Quotierungsthema. Ich finde das erfreulich, wenn das angestrebt würde, auch für Rap, irgendwie in irgendeiner Form, was weiß ich, in Bezug auf Cyphers und so weiter, aber nicht als Etikettenschwinde, nicht als okay, dann machen wir das halt und rollen mit den Augen und sind eigentlich genervt, sondern wenn es wirklich ein aufrichtiges Interesse daran gäbe, Frauen explizit zu suchen, so. Explizit einfach nochmal das Netz zu durchforsten, zu gucken, wen gibt's da eigentlich. Allein einfach nur diese Recherche irgendwie anzustrengen, bedeutet halt, das wirklich zu wollen und auch dann Leute zu finden. Wie stehst du zum Thema Frauenquote? Könntest du dir vorstellen, 2020 soll es ja, glaube ich, dann eben auf politischer Ebene eingeführt werden, dass 30% Frauen in gewissen Ebenen eingesetzt werden müssen. Und wenn Mann und Frau eigentlich die gleichen Voraussetzungen mitbringen, wird dann aber die Frau bevorzugt. Was hältst du davon? Das ist wie umgekehrter Rassismus. Das hat gar keinen Sinn. Man geht in gewisser Weise schon wieder in ein Extrem, anstatt die Mitte zu suchen. Und das ist halt absoluter Schwachsinn so. Es liegt auch vielleicht einfach an der Art und Weise, wie Leute aufgewachsen sind und wo Rap herkommt. Also Rap ist halt, auch wenn es der Mainstream jetzt mit Crows und sowas überschwemmt ist, ist Rap immer noch von der Straße. Und Rap ist immer noch aus den Vierteln, wo es den Leuten nicht gut gegangen ist. Und Rap war schon immer auch ein Instrument von Leuten, die sonst ihre Fresse halten mussten und keine Plattform hatten, um ihre Meinung loszuwerden. War das ein Ventil und eine Art und Weise, sich einfach auszudrücken. In Amerika, wo das gestartet ist, ging das los mit den Blockpartys, mit Kool Herc und was auch immer. Und die Leute, die da gerappt haben, ob es Grandmaster Flash waren oder andere, die haben meistens sozialkritische Sachen angesprochen, hatten einen politischen Touch und so weiter und waren aber Leute aus der Unterschicht, die vielleicht ohne Rap niemals irgendwie die Möglichkeit gehabt hätten, mit dem Mainstream zu kommunizieren. Und die kommen aus einem Bereich halt, wo Straßenschlachten existiert haben, wo halt sehr viel Negativität geherrscht hat, Rassenhass und so. Also diese ganzen Sachen, die zu Rap geführt haben, waren eigentlich größtenteils negativ. Ist einfach, das männliche Geschlecht hat diesen Competition Drive einfach ein bisschen mehr. Dadurch ist es wahrscheinlich so, wie es ist. So. Und also ich kann es immer wieder nur sagen, die Weiblichkeit, weißt du, die
die sollte sich nicht verstecken dahinter, irgendwie männlich sein zu wollen oder was auch immer. Wir haben unsere Attribute, Frauen haben ihre Attribute. Sachen, die Frauen nicht gut können, können wir gut und umgekehrt. Deswegen gibt es von Gott, sagen wir mal, diese Geschlechterteilung. Man kann nicht alles immer können und man muss auch nicht alles können und man muss sich auch nicht für alles interessieren. Deswegen finde ich, egal in welchem Bereich, ist ein Zwang absolut unnotwendig. Ob es eine Frauenquote in der Politik ist, ob es eine Frauenquote ist im Rap, es ist vollkommen egal, meiner Meinung nach. Man sollte sich nicht irgendwo versuchen hinzuzwängen, wo es nichts gibt, einfach, weißt du so? Und das Internet zu durchsuchen nach weiblichen MCs oder was auch immer, ich meine, warum wir hier gerade sitzen, ist, denke ich mal, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil es gibt ja hier gerade eine Castingshow und es wird gerade verlangt nach politischen MCs und so weiter, über 100 Männer bewerben sich, keine einzige Frau dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt keine Möglichkeiten den Leuten gibt irgendwie, weißt du, aber die Leute ergreifen die Möglichkeiten, die sie für ihr Leben einfach als cool empfinden und als wichtig. Und vielleicht ist es für die Frau im Jahre 2013 in Deutschland einfach nicht so das Ding, irgendwie rappen zu wollen, so. Für mich ist das so, ich spüre da nicht viel. Aber bei den Männern ist es was anderes. Die ganzen kleinen Jungs auf der Straße schnappen sich Stift und Papier ohne Ende, weil es ist dann auch wieder dieses Rough and Tough-Ding, was da halt eine große Rolle spielt im Rap-Bereich. Und man kommt von der Straße, man hat diesen Ellbogeneffekt nun mal, so ist man aufgewachsen. Und da hat man die Möglichkeit, sich dann auch nochmal verbal auszudrücken oder künstlerisch auf eine kreative Art und Weise. Das resoniert dann schon wieder. Mit der Frau dann wieder nicht so sehr, so, weißt du? Ich wollte mal ansetzen bei dieser Frauenquote-Sache an sich. Finde ich, egal in welcher Hinsicht, ist gut, wenn man Menschen, egal ob es jetzt Hautfarbe, Herkunft, Mann, Frau, was auch immer, geschlechtliche Orientierung ist, wenn man eine, wenn man es versucht, allen Leuten gleiche Chancen einzuräumen. So. Aber das Wichtigste sollte auf jeden Fall bei der Auswahl von Positionen oder von Menschen sein, für bestimmte Positionen sollte es eigentlich die Leistung tatsächlich sein. So. Und wenn es in der Vergangenheit so gewesen ist, dass eben nicht die Leistung im Vordergrund stand, ja, und nur dessen Kerl, mit dem kann ich Witze machen oder so, das dann im Vordergrund stand, ist natürlich nicht okay. Aber auch umgekehrt, ist es, kann ich auch Belasch verstehen, wenn er sagt, es ist nicht okay, wenn eine Frau weniger Potenzial in einer bestimmten Sache hat und man ihr dann deswegen nur die Position gibt, nur um die Quote herzustellen. Also es geht ja um gleiche Qualifikation und dann die Entscheidung. Ja, wenn die das ist sozusagen die Voraussetzung. Ist aber selten so, dass wirklich alle komplett die gleiche Qualifikation haben. Also ja, das ist halt auch sehr, sehr, sehr schwierig. Also an sich finde ich das ja eine gute Sache, wenn man da versucht, etwas anzugleichen. Aber man sollte dann letztendlich wirklich dann der Leistung entsprechend handeln. Ich muss mal einmal ganz kurz was Wichtiges loswerden. Also meiner Meinung nach, es ist auch ganz wichtig, dass dieser erfolgsorientierte Arbeitsfluss, dass der ein bisschen aus den Köpfen rausgeht, weil es, ich meine, alle meckern immer darüber, dass ich muss mich an das und das anpassen, weil sonst bin ich nicht erfolgreich. Weißt du, was ich meine? Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das hat mit Rap gar nichts zu tun. Das ist einfach wirklich komplett, die ganze Welt ist nun mal darauf aufgebaut, das ist nun mal so. Wenn das Bestreben eines Menschen darauf hinausgeht, Geld zu verdienen, um irgendwas zu erreichen, wenn das Geld immer der Faktor ist, Erfolg gleich Geld und so weiter, dann wird die Kreativität immer darunter leiden müssen. Wir leben nun mal in dieser Welt, okay, wir müssen es zu einem gewissen Teil akzeptieren, aber ich muss jetzt so und so sein, um erfolgreich zu sein. Ich meine, die Leute wissen ganz genau, wofür ich zum Beispiel stehe, mit meinen politischen Sachen und so weiter, habe ich mir mehr Türen zugemacht als auf. Leute wollen nicht mit mir arbeiten, Leute sagen, ich bin ein Verschwörungstheoretiker, weil ich sage, dass unsere Politiker keine Macht haben und dass da drüber Instanzen existieren, die viel mächtiger sind und so weiter. Ich werde die ganze Zeit versucht, in irgendeine Schublade rein, also die versuchen mich in eine Schublade reinzustecken, wenn ich jetzt danach gehen würde, Erfolg haben zu wollen. Ich bin musikalisch genug auch, um irgendwelche Mainstream-Scheiße zu machen, so, ja. Aber ich mach das nicht. Und das ist halt die freie Entscheidung eines jeden Menschen. Der freie Wille eines Menschen steht vor jeder Tat als allererstes. Und wenn du dich dazu entscheidest, dich zu verbiegen, um irgendeinem Ideal gerecht zu werden oder so, dann hat die Kunst verloren. Dann hast du als Mensch auch verloren. Ja? Das ist meine allgemeine Meinung so. Wenn die Leute real bleiben, true to the game, und sich selber im Spiegel angucken können und sagen können, ey, ich mach das auf dem Stift und mit dem Stift und dem Papier, wofür ich hier auf die Welt gekommen bin, was ich repräsentiere als Person mit meinem Charakter. Und dann kann die Kunst wachsen. Aber wenn sich die Leute orientieren wollen an Erfolg oder an irgendwelchen Vorbildern, die halt sehr viel Geld verdienen oder dort stehen im Fernsehen, weil sie halt durch die Medien gehypt werden, dann kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, das ist eher ein Problem als das Männer- und Frauending, ist dann doch im Endeffekt dann das Identitätsding, glaube ich.
Ich glaube aber trotzdem, dass wir nicht so doll abschweifen sollten und nochmal ein bisschen bleiben sollten bei dem Frauenthema. Du hast gerade auch das Wort benutzt, gesamtgesellschaftliches Problem. Würdest du denn sagen, dass das Rap-spezifische Problem mit Frauen sich eins zu eins auch auf die Gesellschaft übertragen lässt? Ich glaube, dass das gesamtgesellschaftliche Problem sich auf jeden Fall in Rap widerspiegelt. Rap ist keine Größe, die Sexismus erfunden hat, ganz im Gegenteil. Ich würde auch niemals die einzelnen Rapper daran, die für schuldig erklären, dass es so läuft, dann sage irgendwie, der hat mit dem Text so, die unterstützen das, ja. Aber wenn das nicht so erfolgreich wäre und die kaufen ja ihre Platten nicht selber so, also na klar kann man sich irgendwie neuerdings Facebook-Likes und YouTube-Klicks auch kaufen, habe ich gehört. Aber letzten Endes ist einfach zu sagen, es gibt einen gesellschaftlichen Boden, der das ja feiert, der das ja unterstützt und dass über bestimmte Sachen gelacht werden kann, die ich halt irgendwie nicht so richtig witzig finde. Also zu sagen, Rap ist nicht schuld, Rap unterstützt halt einfach nur ein Phänomen. Und ja, deswegen hilft es nichts irgendwie, was auch manchmal so irgendwie in der Presse passiert, zu sagen, so immer so phasenweise, ja, diese ganzen Rapper, die machen das alle irgendwie, weiß ich nicht, Pornografisierung, keine Emotionen mehr, alle sind noch gewalttätig und so weiter. Na klar sind es auch Inhalte, aber sagen, es findet ja nicht im luftleeren Raum statt, so ist es auf jeden Fall gesellschaftlich verankert. Und auch die Medien haben eine große Rolle daran. Also auch die Frage, wie kritisch sich zum Beispiel Journalismus verhält oder so, ist auch so ein Punkt, der da auf jeden Fall mit reinspielt. Das sind verschiedene Faktoren und Plattenindustrie, ganz klar. Also warum werden bestimmte Leute gepusht und andere nicht. Was stehen da für Interessen dahinter? So. Genau, und insgesamt ist es einfach so ein Ding, dass Kompetenz Frauen weniger zugesprochen wird als Männern. So, Kompetenz ist ein Thema, was männlich gedacht wird, was als männlich verstanden wird. So. Wenn du jemand nach dem Weg fragst, so dann und oder was weiß ich, keine Ahnung, alles, wo es darum geht, irgendwie komplexe Zusammenhänge darzustellen, irgendwie irgendwas, wo der Kopf für gebraucht wird, was rational irgendwie aufwendig ist, wo man denken für muss, das sind Dinge, die werden in der männlichen Sphäre zugesprochen. So. Das ist tatsächlich einfach so, dass Frauen nicht zuletzt deswegen auch als das schöne Geschlecht gelten, so sind sozusagen die äußerlich stattfinden und Kompetenz und Rationalität und Denken und so weiter ist was eher Männern zugesprochen wird. So. Du hast recht, dass man allen immer die Möglichkeit geben sollte, ja, alles zu machen. Da bin ich absolut deiner Meinung. Aber wenn man sieht, dass es halt bei einer breiten Masse so ist, dass die Gruppe halt auf dies und das Bock hat und die Gruppe auf dies und die halt auf nicht und die und auf das nicht, dann ist es halt so. Aber es ist strukturell bedingt, das ist doch nichts, was in unseren Genen steckt oder so. Das hat doch eine gesellschaftliche Verfasstheit. Also ich meine sozusagen, das hat was mit Arbeitsmärkten zu tun, das hat was mit einer kapitalistischen Logik zu tun. Okay, jetzt wird es wieder schwierig, aber weswegen eine bestimmte Arbeit von bestimmten Leuten erledigt wird und von anderen nicht. Das ist meiner Meinung nach ein anderes Thema, da hast du auch komplett recht. Aber wenn du darauf jetzt hinausgehen willst, dann musst du erstmal, weiß ich nicht, ein paar hunderte Jahre zurückgehen zur katholischen Kirche oder so. Weißt du so? Also ihr habt auf jeden Fall alle viele wichtige und wahre Worte gesagt zum Thema Frauen allgemein, aber natürlich besonders zum Thema Frauen im Rap. Hat jeder von euch so ein Fazit, was er zu diesem Thema auf den Punkt gebracht noch sagen möchte? Also ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Frauen im Rap. Leistung und einfach Kreativität spielt für mich auf jeden Fall die größte Rolle. Ich wünsche mir eigentlich nichts weiter, dass es irgendwann eine in Deutschland gibt, die es auf einem Niveau vielleicht machen könnte wie Lauryn Hill, weil ich finde sie einfach als MC und als Sängerin, als Künstlerin einfach großartig. Ja, also wenn irgendwelche Frauen es schaffen, vielleicht das auf diese Ebene zu bringen, wäre das für mich etwas, was mich am meisten fasziniert. Und wenn manche das da draußen vielleicht hören, vielleicht schafft ihr das, das wäre großartig. Bilasch, gibt es von deiner Seite aus Dinge noch loszuwerden? Wir Männer und Frauen, wenn wir uns alle gegenseitig als gleich ansehen, dann werden wir uns auch gleich verhalten. Aber solange wir uns immer wieder dazu nötigen, uns gegenseitig Unterschiede auf die Stirn zu schreiben, indem man auch noch die ganze Zeit debattiert, wer ist jetzt wo besser, schlechter oder hat es verdient oder nicht verdient oder was auch immer. Je mehr man überhaupt dieses Thema antreibt, desto mehr wird es auch Präsenz haben. Und ich glaube nicht, dass die Präsenz dieses Themas überhaupt in irgendeiner Art und Weise konstruktiv ist für uns. Da müssten wir wahrscheinlich einfach vorm Spiegel einfach anfangen und unsere eigenen Vorurteile und negativen Gedankengänge und so ein bisschen analysieren, um da ein bisschen weiterzukommen als Menschen. So. Aber ich finde das nicht gerade sehr vorteilhaft, wenn das immer wieder thematisiert wird, wie unterschiedlich wir Männer und Frauen sind. So. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr darüber reden, wie gleich wir sind, so, weißt du? Und mal da versuchen anzusetzen, dann hätten wir vielleicht ein bisschen weniger Probleme, was diese Sachen angeht.
Also ich finde es wichtig, Dinge zu diskutieren, auch wenn es an manchen Stellen müßig ist und an manchen Stellen irgendwie Leute Stimmen und Öffentlichkeit bekommen, die ich scheiße finde und mich ärgere, dass dann das so zentral war. Aber ich glaube, nur so können wir Leute einladen, mitzudenken, weil ich kann nicht eine Rundmail insgesamt ins Internet schicken mit, stellt euch mal alle vor den Spiegel und denkt drüber nach, wie es so ist in der Welt, sondern ich glaube, dass es total wichtig ist, Öffentlichkeit zu schaffen und Dinge zu diskutieren. Ich hoffe sehr, dass im Anschluss an dieses Format Leute sich einfach nochmal austauschen mit anderen. Ich hoffe sehr, dass sich auch jetzt darüber noch mal ein paar Frauen irgendwie ermutigt fühlen, sich zu beteiligen. Also allen Ernstes, so schickt es ein, auch wenn ihr das Ding nicht gewinnt und die krasseste seid, so habt ihr aber trotzdem mitgemacht. So, es wäre, ich glaube, für alle Beteiligten echt ultra schade, wenn es einfach weiterhin genau null Einsendungen gibt. So, es ist echt bitter. Ich bin total für so diese Thematik Vermenschlichkeit und Gleichheit auf jeden Fall. Ich glaube, dass man die aber auf unterschiedlichen strategischen Wegen erreichen kann. Und manchmal ist es wichtig, die Dinge halt tatsächlich zu benennen. So. Und an manchen Stellen ist es wichtig, die Unterschiede zu markieren. Und an manchen Stellen ist es wichtig, die Gemeinsamkeiten und die Gleichheit zu thematisieren. Ansonsten wünsche ich mir nicht die eine, die es krass rockt. Ich wünsche mir richtig viele, die es krass rocken. Und deswegen echt nochmal so an alle, ey, zieht euch das rein, inspiriert euch so, inspiriert euch auch bei Männern, Männer inspirieren sich bei Frauen, es ist tatsächlich, es geht am Schluss darum, nicht zu trennen, sondern das gemeinsam zu machen, aber um überhaupt erstmal welche zu haben, die es gemeinsam machen können, braucht es erstmal einen Fokus auf diejenigen, die erstmal nicht so sichtbar sind. So sieht's aus. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt. Jeder von euch hätte wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sagen zu diesem Thema, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Dann hoffen wir mal, dass sich jetzt noch ein paar Menschen bewerben bei reputation.tv und vielleicht treffen wir uns ja dann nochmal wieder und unterhalten uns dann über die tollen neuen Rapperinnen, die es jetzt alle gibt in Deutschland. Ich danke euch und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.